Denn übrigens, ich weiß nicht genau, wir haben jetzt TikTok auch schon kontaktiert, diese TikToks hier, die bleiben immer noch so. Digga, dieses TikTok hat 365 Millionen Views, Bro. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Kann ich euch irgendwelche lustigen neuen TikToks zeigen? Das hier ist süß. Ich zeige euch kurz ein paar von meinen neuesten Likes. Das sind 10 Stück oder so. Das fand ich stark. An das kann ich mich nicht erinnern. Ich hab das Internet gelöscht, glaube ich. Das habe ich aus Versehen geliked, I guess. Warum Papa Platte schlimmer als Oppenheimer ist. Ja, Oppenheimer hat die Atombombe gemacht. Bro. Das ist schon schlimm. Papa Platte hat aber Fellow gemacht. Mm. Und das ist noch ein größeres Übel. Viele. Das kann ich ihm niemals verzeihen. Und ja, Oppenheimer hat auch Japan zerstört mit vielleicht 1-2 Atombomben. Aber Papa Platte hat bei diesem Reddit Place... Indien, Frankreich, Türkei und was weiß ich, wie viele andere Länder zerstört. Der ist komplett geistesgestört. Dem ist alles egal. Ja. Das Leben anderer Menschen hat keinen Wert für den Typen. Das Einzige, was gewährt hat, ist Geld. Heilige Scheiße, aber da fünfmal beigestolpert bei dem Satz gerade. Danach gemerkt, dass er was falsch gemacht hat und es bereut. Und Papa Platte, ja, der lässt sich von 100.000 Leuten am Ende feiern, kriegt noch das Geld spendet, ja, easy. Nachdem der da schön alles vernichtet easy. Hat. Keine Reue, nichts. Und so jemand... Digga, jemand hat geschrieben, was mit Genghis passiert. Aber das ist oh mein Gott! Digga, sorry, ich hätte dich vorwarnen sollen. Ey, die ist von Basti. Nichts ist so cool wie ein Busfahrer. Bro, ja, ich mein Style ist so 1:1 so, man gibt jemandem viel Geld und der hat absolut keine Ahnung, was er davon kaufen soll. Bruder, der Mann trägt ein hellblau, dunkelblaues Moncler-Shirt und Yeezy 350er, Bruder, und so eine MCM-Bauchtasche. Digga, was zum Fick, Bro. Oh, okay, Chat, sag mir ehrlich, ihr hört das, passt auf. Cause after all this time, I'm still into you. I should be over all the butterflies, I'm into you, I'm into you. Fucking sturdy, really. Even on the worst nights. Digga, ich hör so krass diesen Drill-Remix raus. Alle schreiben auch so, all I hear is the Drill-Remix, get sturdy und so. Digga, das ist so geil. Oh mein Gott, herrlich, Freunde, herrlich. Oh. Boah, wo ist das laut? Hi Tilo, hi Leute. Tilo, nimm die Scheiße nicht mehr. Digga. Beste Mann, ich liebe ihn. Flaschko ist der Beste. Flaschko auf die 1, Bruder. Oh mein Gott. Nimm mit der Scheiße nie wieder. Bro, wir müssen mit Red Bull sprechen. Flaschko muss ein Red Bull-Athlet werden. Der ist mehr Athlet als ich. Leute, wenn ihr jetzt stopp und nicht weiter scrollen. Oppenheimer okay. Ist schlecht. Schaut den lieber nicht 3 Stunden eure Geldverschwendung. Barbie habe ich nicht gesehen, aber ich kann euch den lieber empfehlen. Ist auch einfach geil, dass wir einfach den Typen, der die Atombombe gemacht hat oder gebaut hat oder entwickelt hat oder so, dass wir den einfach vergleichen oder den Film davon mit fucking Barbie, Bro. Ist das stupid, ey. Barbie habe ich nicht gesehen, aber ich kann euch den lieber empfehlen. Nee, Oppenheimer, okay. 3 Stunden danke. Zeitverschwendung. Schaut lieber den Eis Film nicht an. Fast and the Furious X, da wartet man nicht 3 Stunden auf eine Explosion. Ja, true, Bro, true. Big Facts von Flaschko. So Leute, stell dir vor, es hat ja alles ein Limit. Und wenn ich mein Maul zu weit aufreiße, hat mein Maul ein Limit.
Digga, hä? Oh! Ey. She likes for the 10, we ain't Chanlin. I do 50k, I ain't say it cause it was easy. Pretty girl, where you stay? I go be with me. Ey, ich sag euch ehrlich, ich ziehe meinen kompletten Musikgeschmack aus Flaschkos TikToks. Es ist jetzt schon das zweite, was ich edde, aus seinem Ding. Ich hab, das letzte Mal hat er hier diesen hier gemacht, warte. Digga, Digga. Wake up, wake up, get my bread up, done, just done, shut up. Yes, I represent the money gang. Digga, stell dir vor, du bist so ein Girl, Bro. Und du bist so ultra, ultra hot, okay? Du bist so wirklich 10 out of 10 hot. Und du hast dich so richtig rausgeputzt und so ein Typ winkt dich so an den Tisch beim VIP im Club, Bro. Und dann bestellt er so 5 Flaschen und so. Und du denkst so, oh, shit, das ist der Abend meines Lebens. Und auf einmal stellst du fest, dem Typen hier gehört der Tisch. Und er dancet die ganze Zeit so, Bro. Wake up, wake up. Und währenddessen kommen 5 Moe-Flaschen rein. Wow. Shut up. Yes, I represent the money gang when I fucking throw my set up. It's only me. Oddly specific. Ja, ich muss immer, wenn ich an den Tisch denke, muss ich mal an Amar denken. Und das letzte Mal, als ich mit Amar feiern war, hat er 5 Moe-Flaschen einfach gekauft. Keine Ahnung, Bruder, diese scheiß Fortnite-Turniere scheinen mad Cash abzuwerfen. I don't know, Bro. Hab nichts dazugegeben an Geld.